Herzlich willkommen zu Übersetzung von Vortrag Rexus Bexus auf dem 32. Cloud Communication Kongress. So, überlegt dich, ihr habt ein Zeugs gemacht und ihr möchtet das so schnell wie möglich und so weit wie möglich machen. Und genau dafür, um das in der Luft zu schmeißen, wenn ihr verrückt genug seid, um im Norden zu gehen und spricht ein, wenn ihr so verrückt seid, spricht mit den beiden, die vorne stehen, und Applaus. So, willkommen zu einem Talk über den Rexus und Bexus Projekt. Das ist eine Methode, um euer Studentenexperiment im All zu kriegen. Oder wenn ihr Lehrer seid, könnt ihr auch tatsächlich Projekte vorschlagen. Wir sind einfach zwei Studenten aus Jena und Münich und wir sprechen nicht in der Name der Rexus Bexus. Wir sagen nur, was wir alles mitgemacht haben. Grundsätzlich, Rexus und Bexus sind ein Ticket für den All, für eure Experimente. Die Programme Rexus und Bexus sind auf einen bilaterale Agenz, also zwischen die Schweden und deutschen Space Agencies, also die deutsche Luft- und Raumfahrt und die Schweden. Und die Schweden, das Teil, der von Schweden getragen wird, wurde die ESA zur Verfügung gestellt, und es gibt weitere Organisationen in diesem Projekt, die alles unterstützen, den Team, unterstützen den Design und mehr. So, zuerst für den Rexus ist Rexus ist Rocket-Experiment für Uni-Studenten. Das ist ein das zwei Start pro Jahr. Das ist ein Startsystem. Das ist ganz normal. Das sind alte Surface Grund zu Luftmissilen. Die nehmen den Payload und schießen das in All. Diese Rakete kann bis zu 5 Experimente tragen. Es gibt kein Führungssystem, also es gibt kein Vektorkontrollsystem. Die drehen sich, um zu stabilisieren. Und ein Payload ist ca. 40 Kilogramm. Wie ihr seht, es sind verschiedene Modulen. Und normalerweise sind das 4 Module, also diesen Ringmodule, und es kann noch eins noch direkt unter den Nasen. Spexus ist, das sind Ballonsexperimente, also Atmosphäre-Recherche. Es gibt eine Gondola, wo man den Experiment reinpacken kann, bis zu 6 Experimente pro Ballon. Und Plastikballons sind mit Helium ausgefüllt und gehen bis zu 35 Kilometer hoch. Es gibt Kommunikationsmöglichkeit mit dem Experiment während der als es fliegt. Also das passiert in Nordschweden, in einem kleinen Stadt neben Iruna. Nur damit ihr seht, wo das ist. Wenn ihr im Sommer geht, so sieht's aus. Das ist einer der Gründe, warum der Space Center dort ist. Es gibt nichts. Wenn irgendwas runterfällt, es ist keiner verletzt. Und das ist ein sicherer Ort zu sein. Man sieht auch vorne, es gibt einen Riesenpad. Das ist da, wo die Ballons hochgejagt werden. Und hinten, beziehungsweise in der Mitte von dem Bild, das ist da, wo die Raketen starten. Es gibt mehrere Starts für verschiedene Raketentypen, weil es gibt nicht nur Rexus, es gibt weitere andere Technologieexperimente. So, alle Experimente, die da drin sind. Diese Tabelle zeigt mehr oder weniger, wie die Organisationen zusammenarbeiten.
Sie machen, also Sie können vielleicht auch ein bisschen überlappen, aber vom Anfang an, das ist die DLA, also die Deutsche Lohnfunk, DLR und die SNSB. Und das ist für die Finanz und für ja, das Kapital, zu, damit die Experimente überhaupt geführt werden können. Und den Transportkosten und so weiter. Und auch in diesem Fall die ISA für die Schweden. Die sind alle in der Projektmanagement, also die zeigen, wo die Phasen sind, welche Datum genutzt werden. Dann gibt es einen Subkontraktor, das ist ZARM, das ist in Bremen, Technologie in Makrogravität. Die haben eine Testplattform, wo man Mikrogravität-Experimente machen kann, und die sind auch in der Rexus und Bexus Programme. Die unterstützen alle Teams während dem Projekt und sind die direkte Ansprechpartner bei Problemen. Die anderen sind im Entscheidungsprozess tätig, aber sind nicht direkt mit dem Design tätig. Es gibt ansonsten die Morava, das ist die mobile Rocket-Basis. Die sind verantwortlich für den tatsächlichen Start zusammen mit der SSC. Die geben alle Infrastruktur für den Start, der Start selber und die Raketenmotoren und so weiter. Es gibt verschiedene Phasen in dem Produkt. Also zuerst ist der Auswahl-Workshop. Man hat ein Projekt vorgeschlagen und sie entscheiden, ob es interessant aussieht, ob es überhaupt machbar aussieht und ob die Zeiten oder die Finanzen stimmen. Und manche Experimente werden ausgewählt. Es gibt mehrere Design-Reviews, Überprüfungen, die sind also am Ende von jeder Projektphase für die Milestones gibt es diese Reviews, diese Überprüfungen, und die kommen öfters und öfters und mit mehr detailliert, als der Projekt vorwärts kommt. Zum Beispiel bei der preliminären Design Review, das ist erst ein groben Plan, aber nicht den Endprojekt. Das geht weiter bis zum Bench-Test. Das ist einer der Tests, wo alle Experimente zusammengebunden sind. Das sind 2 Monate vor dem tatsächlichen Start. Ich war in der FOVS-Experiment, Fiber Optic Vibration Sensing, Vibration, auf einer Rakete, das war Rexus 15, das war auch letztes Jahr im Sommer. Wir waren ein paar Studenten von der TU Munich, München. Also der Core-Team waren 6 Leute, also so Doktoranden. Das Experiment hatte mit Laser zu tun, Laser und Glasfieber und so weiter. Glasfaser, sorry. Was wollten wir machen? Wir wollten Glasfasersensoren, um die Vibration zu prüfen, und das misst die Beschleunigung. Also es gibt ein Fiber-Rating. Normalerweise ein Glasfaser, nur die verteilten nicht die gesamte Licht, sondern aber das hat einen Änderung der Refraktivindex. Man sieht es. Das ist Brechungsindex. Und das bedeutet, dass die Glasfaser sich so verhält, dass eine bestimmte Wellenlänge
Das ist die Bragg-Wellenlänge, die wieder zur Eingabeseite zurückreflektiert wird und auf der Übermittlungsseite eine Absorptionslinie sichtbar ist. Das alleine reicht noch nicht, um irgendwas zu messen, aber diese Bragg-Wellenlänge hängt von der Temperatur ab zum Beispiel. Und wenn wir die Temperatur um einen Kelvin erhöhen, sehen wir eine Verschiebung in der Spitzenwellenlänge by 10 picometers. Von 10 Pikometern. Und genauso, wenn man eine 1 Meter lange Glasfaser benutzt und sie um 1 Mikrometer verlängert, sieht man auch eine Pikometer Verlängerung in der Wellenlänge. So können wir also zum Beispiel eine Masse an die Fiber, an die Glasfaser anhängen und wenn eine Kraft auf die Glasfaser einwirkt, dann können wir durch die Wellenlänge messen, wie stark diese Kraft war. Was sind die Vorteile dieser Technologie im Weltall? Zuerst einmal erlaubt es das, sehr leichtgewichtige Systeme zu bauen. Wenn man es zum Beispiel mit einem normalen Widerstandszugmessern vergleicht, dann braucht das viel weniger Masse, viel weniger Hardware. Es gibt keine Kompatibilitätsprobleme mit anderen elektronischen Geräten in der Nähe. Und es gibt keine Funken. Wir können uns also sehr nah an den Treibstoff setzen. Oder wir können eine Glasfaser entlang der gesamten Rakete legen und an verschiedenen Stellen abgreifen. Wir haben also keine Probleme mit den Teilen, die schon vorhanden sind. Also es gibt schon Studien und Veröffentlichungen, wie man mit Glasfasern oder mit Bragg-Gratings Beschleunigungen misst. Das sind aber vor allem theoretische oder Labor-Experimente und es gibt nur sehr wenige praktische Anwendungen bisher. Wir fragten uns also, ob es möglich ist, so ein Bragg-Grating-Messsystem auf einer Rakete zu verwenden und einfach mal ausprobieren, wie es funktioniert. Das sind unsere Glasfaser-Sensoren. Der oberste ist ein Beschleunigungssensor. Das ist einer, den wir gekauft haben. Wir haben auch einen eigenen entwickelt, den konnten wir am Ende aber nicht benutzen. Deshalb mussten wir den gekauften verwenden. Wir haben 50 Gravitationen Luft in beide Richtungen. Das wird nachher noch wichtig sein. Und aus den Rexus-Bedingungen kann man diverse Parameter ablesen, wie zum Beispiel die maximal erwartete Beschleunigung, nämlich in diesem Fall so 20 G. Also dachten wir, das wird ausreichen. Wir hatten auch einen Glasfaser-Temperatursensor dabei, der hier angebracht ist. Für den Beschleunigungssensor brauchten wir auch einen Referenzsensor. Das ist in dem Fall ein ganz normaler elektrischer Sensor, der in der Nähe der Glasfaser angebracht wurde. Und dann nochmal eine Reihe von anderen Temperatursensoren auf dem Modul als Vergleichswerte. Wie sieht so ein optisches System nun aus? Wir haben natürlich eine Lichtquelle, die produziert ein sehr breites Spektrum Infrarotlicht. Das haben wir mit einem ganz normalen Pumplaser gemacht und dann mit einer dotierten Glasfaser eingeleitet. Dieses sehr breitspektrumlicht wird dann in drei Strahlen aufgeteilt und jedes davon geht in eines unserer Sensorpakete, also zwei Beschleunigungssensoren und einen Temperatursensor. Dann geht es durch einen 50-50-Koppler und dann in einen Sensor, wird dort reflektiert, geht zurück durch den Koppler und kommt dann in einen sogenannten Abfragechip. Dieser Chip prüft im ersten Teil nur, wie viel Licht einkommt und eine Diode. Und so können wir also die Spannung der Fotodiode messen und wissen deshalb, ob die Spitzenwellenlänge des Bragg-Gratings messen. Denn die Lichtquelle kann natürlich auch fluktuieren. Von der Intensität des Lichts, die es produziert, das heißt, wir brauchen
eine Referenz des gesamten Lichts, das wir bekommen. Das heißt, wir haben also auch einen Pfad ohne einen Edge-Filter, um eine absolute Messung der Eingabelichtstärke zu bekommen. So this is such a Rexus rocket. Das ist eine Rexus-Rakete. Die Rakete ist etwa 6 Meter lang. Unser Experiment war ganz vorne, direkt unter der Spitze, unter der Nase, direkt unter der Nase. Die Nase an sich war leer und direkt darunter war unser Experiment. Unter uns waren noch 3 andere Experimente, zum Beispiel Medusa von der Universität Rostock, Strassat R2 von an experiment called Isaac from KTH Stockholm. Von einer anderen Universität und Isaac von der Universität Stockholm. Silver parts on it. Es sind ein paar silberne Teile davon. Das sind Hatches. Weil all diese drei Experimente hatten freifallende Objekte. Also es sind sogenannte Auswurfobjekte, die können dann von der Rakete rausgeschmissen, rausgefeuert werden und fallen dann zurück zur Erde. Die können dann zum Beispiel für den Test von CubeSats verwendet werden, kleine Würfelsatelliten. Das war zum Beispiel für StratSat. Sie hatten viele kleine 10x10 cm Hatches, um kleine CubeSats zu testen. Dann gibt es das Service-Modul, das ist von der mobilen Raketenbasis, und das Recovery-Modul, das ist auch von der mobilen Raketenbasis. Das heißt, jedes Experiment bekommt ein bisschen Platz. Ein paar Interfaces, zum Beispiel für Strom, für einen Data-Downlink, für Telemetrie. Das kommt vom Service-Modul. Das überträgt die Daten dann an die Bodenstation. Und darunter ist dann das Recovery-Modul und dann schließlich der verbesserte Orion-Motor. So, wie sah unser Experiment also aus? Wie ihr seht, es ist eigentlich nur dieses kleine Modul. 356 mm Durchmesser. Wir haben eine Stromquelle, eine Lichtquelle. Das Licht geht dann zu den Fiberkopplern, dann zu einem Strahlteiler. Und da könnt ihr sehen, dass es da drei Koppler sind und der schwarze Teil, das schwarze Teil unter dem orangenen Glasfaser. Einer der Splitter, und dann haben wir 3 Ausgabesignale. Von jedem dieser Koppler gehen wir dann einmal zum Temperatursensor und die anderen beiden zu den Beschleunigungssensoren. Und von da geht es dann zurück zum Koppler. Einer geht natürlich zurück zur Lichtquelle, die ignorieren wir aber, und die andere geht zum Abfragechip und da dann zu diversen Platinen, und irgendwann dann ist halt alles wieder im Onboard Data Handling, geht von dort dann zum Kommunikationsmodul und von dort dann zur Bodenstation. Wie sieht so ein Launch also aus? 7, 6, 5. So, this is the view from the so-called Science Center. So there are basically two Aussicht vom Science Center, eine der beiden Orte, wo man bei so einem Start sich aufhalten kann. Es gibt natürlich Sicherheitsbestimmungen dort. Das eine ist hier dieses Wissenschaftszentrum, von wo diese Aufnahme gemacht wurde. Es ist etwa 1 Kilometer weg von der Startplattform, und dann gibt es noch den Radarhügel, der ist etwas mehr als 2 Kilometer weg. Und wie ihr sehen könnt, vom Science-Zentrum sieht man nicht so viel. Wir hatten aber auch andere Experimente in der Rakete. Die hatten auch eine Kamera auf der Rakete, in der Rakete. Das heißt, wir können auch die Sicht von der Rakete nach außen uns anschauen. So first of all, the rocket that you see there is not our rocket that is flying. Die Rakete, die ihr hier seht, das ist eine andere, eine leere Rakete, die dort stand. The tower. Die ist normalerweise unter dem Tower. Sie haben sie nur wegbewegt, aus dem Weg geräumt.
So, the sound in the end, you probably noticed it. Ton am Ende jetzt wahrscheinlich mitbekommen. Das Geräusch hört auf. Es hört natürlich auf, dass es sich das Bild dreht. Das ist etwa 4 Hertz. Das ist für die Stabilisierung der Rakete, denn die ist halt ungeführt. Habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass wir nach etwa 7 Sekunden über der Wolkenschicht waren. Das andere ist, dass das Geräusch des Triebwerks. You probably don't know where it comes from. It's just the air that flows out of the modules because of the lower pressure outside. Und das meiste dieses Rauschens kommt von der Luft, die aus den Modulen rausgeht, weil der Luftdruck außen niedriger ist. Am Ende habt ihr dann gemerkt, dass das Geräusch verschwindet und das liegt einfach daran, dass die Luft so dünn wurde, dass das Mikrofon nicht mehr funktioniert hat. And then we have a third one. Und dann haben wir noch ein drittes Video. Das ist. So, this was done by Moraba. Das ist von Moraba. So, it goes. So that was another rocket, but they mounted a camera on top. Das war eine andere Rakete, aber diesmal haben sie eine Kamera auf die Abschussrampe gebaut. Und schauen wir mal, was passiert. Und nochmal in Zeitlupe. So, it goes quite fast. Ja, es geht ziemlich schnell. So, we had, so now to our results, we zu unseren Ergebnissen, wir haben erstmal die Temperaturmessung und ihr könnt sehen, dass es da einen kleinen Spike gibt. Also das erste ist, die beiden Messungen sind sehr nah beieinander. Das heißt, dass das Sensing funktioniert. Das andere ist, dass wir einen basically lift of time t plus 0 seconds Spike beim Abheben haben, also bei from the fiber optical sensor, which Start der Rakete. Das liegt daran, dass die Glasfaser sich in diesem Fall, weil eine kleine Masse dranhängt, auch als Beschleunigungssensor funktioniert. Das heißt, damit können wir messen oder damit sehen wir auch die Beschleunigung, auch ein Temperaturprofil. Das andere ist, acceleration from our normal sensor dass wir die Beschleunigungswerte von unserem normalen Sensor und von dem Glasfasersensor haben. Und wir sehen, dass etwas Schlechtes passiert. Hier am Anfang sieht alles gut aus und dann, sobald die Rakete startet, ändert sich etwas. So what has happened? Was ist passiert? That was the flight direction, so the Z-axis. Das ist die Z-Achse, also die Flugrichtung, 60 Millisekunden, bevor wir das offizielle Lift-Off-Signal bekommen. Das ist der Zeit zwischen Start der Raketen und die Rakete setzt sich in Bewegung. Sehen wir eine sehr starke Beschleunigung, die Beschleunigungs Limits unseres Sensors überschreitet. Und der Sensor konnte sich dann nicht in die alte Position zurückversetzen. Das heißt, Teile davon wurden beschädigt. Wir hatten also eine Verschiebung von minus 20 G. Es gibt trotzdem ein Signal. Wir können es dann anpassen, indem wir es neu skalieren und den Offset einbeziehen. We reached about 30 G und so können wir sehen, dass wir also etwa 30 G Beschleunigung erreicht haben. Das ist natürlich außerhalb des außerhalb der Funktionsparameter des Beschleunigungssensors. Wir können den Werten also nicht komplett trauen, aber man kann auf jeden Fall sehen, dass es zumindest beim Start Beschleunigungen gibt, die höher sind als die erwarteten und die auch entsprechend die Parameter überschreiten. Das Ergebnis ist also, ja, wir können so ein glasfaserbasiertes System auf einer Rakete verwenden, aber es gibt auch noch Probleme, die wirklich gelöst werden müssen und die vermieden werden müssen in der Zukunft.
die zu tun haben mit den mit Problemen, die man normalerweise nicht im Labor sieht oder wenn man nicht schnell genug abfragt, sodass man diese hohen Beschleunigungswerte nicht mitbekommt. Ich bin der ARCA-Team. Wir sind ein kleines Team von 5 Ingenieure von Jena. Und die grundsätzliche Idee hinter uns war, wir wollten einen ADSB-Receiver für Satelliten, für es gibt nicht so viel Kontrolle von Flugzeugen in nicht so dicht befolgte Orte wie zum Beispiel über den Atlantik, und wir wollten etwas damit zu bauen. Und diese ADS-B-Daten, die von Flugzeugen gesendet werden, wir wollten das messen und messen. Wir haben der Bexus Flug genommen, weil damit haben wir eine längere Zeit, mit dem wir diesen Flugzeuge messen können. Die erste Frage war, wir waren in einer Höhe von 30 Kilometer, also von welcher Distanz können wir einen Uplink bekommen? So, das ist eine grobe Übersicht von der ARCA-Experiment. Wir haben Flugzeuge, die schicken die ADS-B-Nachrichten, die ARCA-Experiment bekommt diese Daten, die speichern die onboard, und dann gibt es einen E-Link oder sogenannten E-Link der von dem Bexus-Ballon, und wir schicken dann die Daten Richtung Grund, an der Grundstation. Das ist eine andere Ansicht. Wir haben unsere ADS-B-Daten Empfänger, die Antenne ist außen an der Gondola. Dann der ADS-B-Receiver-Empfänger ist ein Modul. Und wir haben ein FPGA, mit dem wir die Signalverarbeitung machen und die Frames entkodieren. Und dann haben wir einen kleinen ARM-Computer, der die Daten speichert und die Daten zum Boden schickt, weiterleitet. Und wir können mit dem Experiment sprechen und Befehle schicken. Der elektrische Konzept ist relativ einfach. Wir haben einen RF-Receiver-Empfänger. Die Daten werden geschickt bei 1.1 GHz. Wir filtern das, wir amplifizieren. Und dann haben wir noch ein paar Filtern und Amplifikatoren. Und dann haben wir ein logarithmisches Detektor, und die Daten von der logarithmischen Detektor werden in einem ADC geschickt, der Analog-Digital-Converter, und der macht dann die Signalverarbeitung in der FPG, und die Daten werden dann dekodiert und verschickt dann der ARM-Computer, wo die gespeichert werden und weitergeleitet werden. Eine Internetverbindung ist mehr oder weniger meistens, das ist mehr oder weniger Wi-Fi, diesen Link. Das hat ein bisschen mehr Wumms als einen Wi-Fi, aber im Grunde genommen, das ist es. Wir hatten ein paar Probleme mit der Frontend, das wir in der ersten Prototyp benutzt haben, so der Mini-ADS-B. Das ist sehr gut dokumentiert. Das Problem war, dass es gab nur einen Amplifikator, und der oszilliert sehr viel. Und deswegen müssten wir die Amplifikation in zwei geteilt, und dann hatten wir keine Probleme. Und das, was Sie hier sehen, ist unserem zweiten Prototyp. Die Amplifikation ist in zwei Teile. Wir haben die Baseboard gebaut. Das ist ein FPGA drunter, und der Baseboard enthält der DAF-Empfänger. Hier können Sie den FPC, der Analog-Digital-Konnektor, und das hier ist unserem kleinen Computer, der haben wir auch entworfen, und der war einfach darüber gestellt. Die Bordcomputer wurde von Hannes, der ein von unseren Mitgliedern ist, und das läuft auf Linux. Und das war für wenig Power. Und der Empfänger
braucht so gut wie keinen Strom, also wirklich sehr wenig. Wir können hier sehen eine Auflistung von unserem Elektronik. Also wir hatten weniger als 1 Watt. Das ist ganz okay. Und wir haben das Experiment benutzt während der Satellitenflug und da wurde die Wi-Fi-Verbindung nicht mehr benötigt und deswegen haben wir es. Das Internet hat eigentlich das meiste Strom verbraucht in dem gesamten Experiment. Mechanisch haben wir eine einfache Metallbox. Die sieht man links. Man sieht die Konnektoren außerhalb, wo die Antenne verbunden ist, den Strom und das Ethernet und 3 LEDs, damit wir ein paar Indikationen sehen können, ob es tut, wenn das Experiment tatsächlich in der Gondola montiert ist. Innerhalb der Box sieht es so aus. Also das ist diese Metallbox und wir hatten hier unserem Baseboard mit dem Armcomputer und das ist der Verbindung, die direkt nach vorne geht. Hier haben wir ein ESD, das ist für die Isolierung und für Temperaturisolierung während der Flug. In Oktober letztes Jahr ist das Experiment hoch gestartet worden. 10:51 hatten wir eine Flughöhe von 28 Kilometer, aber wir hatten sehr starke Horizontalwind und deswegen musste es um 12 Uhr heruntergebracht werden. Und sie dürfen nicht nach Russland fliegen in der russischen Luft und deswegen sind sie in Finnland gelandet. Ist der Ballon in Finnland gelandet. Das ist ein Bild von unserem Gondola. Das hier ist unserem kleinen Experiment. Das hier ist der Powerbox, wo alle Batterien sind. Und das ist der E-Link-Modul. Also das ist diese Wi-Fi-Verbindung. Und hier ist noch ein anderes Experiment, glaube ich, von Bologna. Die hatten also meteorologische Messungen. Also zu unseren Ergebnissen. Das lief ganz gut. Wir konnten sehr viele Flugzeuge empfangen und wir haben ca. 110 Flugzeuge und die maximale Entfernung war 60 Kilometer. Und wir erwarteten mehr. Wir dachten bis zu 1100 Kilometer und das Problem war, wir hatten eine Dropbox und wir denken, wir hatten eine Verbindung, die gebrochen war innerhalb von der Experiment und wegen mechanischer Problemen und wegen Transport. Hier ist ein Bild von dem Flug, während der Flug. Man sieht das Flugzeug, also das ist 620 Kilometer Entfernung, man sieht die Flugzeuge. Und man sieht hier den Flughafen und die Una der Stadt. In Blau haben wir, also welche, wie viele Nachrichten wir während der Flug empfangen haben. Und an der Zeit hatten wir den Start und wir hatten ziemlich viele Nachrichten und dann sehen wir weniger und weniger während dem Flug und wir denken, das ist der Grund wegen irgendeinem internal Verbindung. Manchmal hatten wir sehr viel Nachrichten, 2 Minuten lang und dann überhaupt keine Nachrichten für 2 Minuten oder so gut wie komplett und deswegen, wir denken, das war eine Verbindung. Aber alles in allem haben wir ziemlich viel bekommen. Also das Experiment hat funktioniert. Also das ist die Temperatursensoren. Wir wollten die Temperatur sehen. Auf den Launchpad während der Experiment.
Wir sehen, die Temperatur geht nach oben, höher, wärmer und wärmer. Und als der Ballon nach höher und höher geht, die Temperatur geht bis zu minus 40 Grad. Und wenn die Gondola ging Richtung Sonne und als die Sonne direkt auf unser Experiment geschienen ist, dann ging die Temperatur wieder nach oben. So, wir haben eine kurze Time-Loop-Film. Wir haben keine echte Film, weil keiner hatte einen Ballonstart, aber wir hatten einen Timelapse. Es hatte keine Kamera, also es hat keiner einen Film gemacht. Dieses gelbe Auto ist Hercules. Das ist der Vehikel. Man sieht links die Gondola und der Ballon. Der Ballon ist links. Okay, nach dem Flug haben wir alle Daten zusammengespielt und haben einen kleinen Timelapse-Film. Man sieht eben die Flugzeuge, wie sie rumfliegen. Während diesem Experiment, man sieht zum Beispiel hier ist Ficuna Airport und man sieht dann die Flugzeuge, die dorthin fliegen oder davon, und man sieht viele Airplane-Routen, dass wir während der gesamten Flug folgen konnten. Okay. Wenn ihr wollt ein Experiment bauen oder ihr wollt mitmachen bei der Vexus Plexus Programm, vielleicht fragt ihr euch, wie machen wir das? Und die erste Sache ist, ihr müsst eine Idee haben. Wir haben nur ein paar Fragen zusammengeschrieben, was für ein Experiment. Ist es schon so ein Experiment geflogen? Können wir die früheren Experimente verbessern? Und brauchen wir extern, also braucht ihr externen Unterstützung? Also irgendwas, das, wenn ihr irgendwas braucht, dass etwas, das nicht von denen zur Verfügung gestellt werden kann, oder Finanzen. Wir denken, dass es ist, ihr braucht Leute, die motiviert sind, um in diesem Projekt zu arbeiten, zum Beispiel Vexus. Also 10 oder 11 Monate, wobei einen Rexus sind 12 Monate. Also 18 Monate, das ist ziemlich lang, wo man arbeiten muss. Und gleich, also während dem Studium auch noch. Man braucht wirklich sehr viel Motivation und Leute, die motiviert sind, weil Vexus-Rexus-Programm sind. Also von vorherigen Experimente meistens ist, dass die Leute ein Team verlassen haben und dass die Leute waren einfach überlastet bis zum Start. Die nächste Möglichkeit ist, ein Paper zu schreiben für den Selection Workshop. Das ist im Sommer 2016 und für deutsche Studenten. Ihr solltet einen Letter of Intent bis Anfang August nächstes Jahr, und für europäische Studenten dann bis Ost einfach an der Adresse schicken und schreiben, dass ihr mitmachen möchtet. Und für Details bitte auf rexusbexus.net, und dort ist alles aufgelistet. So, also Danksagung. Wir haben den FOFS-Team, wir haben der ARCA-Teams, vielen Dank an den. Wir haben Danke zu den Leuten, die uns diese Bilder gegeben haben und die Videos, das ihr gesehen habt, von der Rexus-Rakete und von der ISAC und
Experimente. Und wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann es gibt ein paar Webseiten, die hier geschrieben sind. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail oder sprich mit uns. Haben wir noch Zeit für Fragen? Oh, wir können noch ein paar Fotos zeigen. Magst du? Okay, ja. So, we can show, just a few. Wir werden jetzt ein paar Bilder zeigen von unserem Team. Und dann machen wir Fragen und Antworten. Das ist der Team von Rexus 15 und 16. Das waren die Leute, die da waren. Das sind ziemlich viele Leute, die mitmachen. Also, und das sind die Leute von der Launch-Campaign. Also es gibt noch mehr Leute, die tatsächlich in dem Projekt mitmachen. Das ist die Foto von Bexus 18 und 19. Also schon wieder ziemlich viele Leute. Maybe we can open for Q&A now. Und jetzt Fragen. Applaus. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte vor dem Mikrofon gehen und als wir das machen, die Antworten an Signal Express. Wir haben eine Frage wegen Finanzieren. Die Kosten von diesem Start. Könnt ihr bitte sagen, mehr über die Kosten, wie viel das kostet, wie viel es pro Kilogramm kostet und wo die Finanzen herkommen. Also ich weiß nicht wie viel, aber der Start selber ist bezahlt durch Rexus Bexus. Das heißt, die Teams müssen nicht den Start finanzieren und die Teams bekommen ein bisschen Geld, um das Modul aufzubauen, bestimmte Teile, die zum Beispiel die gebaut werden durch SARM und so weiter, wo man das bauen bilden kann. Ansonsten, alles, das drüben ist, ich weiß nicht genau wie viel, ein paar tausend Euro, das muss man selber zahlen oder entwickeln oder über die Uni oder über die Maschinen der Uni. Also die können einfach sehen, wo ihr weitere Sponsoren finden könnt. Frage von vorne links, vorne rechts. Okay. Okay. Hello. I have a question regarding the. Ich habe eine Frage zu den Glasfasermessungen, die ihr gemacht habt. Ihr habt gesagt, es hatte Vorteile gegenüber den anderen Sensoren, zum Beispiel, dass es sehr leichtgewichtig gebaut werden kann. Und meine Frage wäre jetzt, haben eure Experimente oder hattet ihr die Hoffnung, dass eure Experimente da einen Effekt auf die Entwicklung solcher Messsysteme habt für tatsächliche Missionen von der NASA oder des DLR oder so? Dass da irgendwelche Glasfasermessungen auf der ISS gemacht werden oder so? Also was ist in der Zukunft? Also ich weiß von keinen speziellen Plänen oder so, aber wir sehen, dass es Probleme mit der Technik an sich gibt, aber insgesamt dank der Vorteile, dass man keine Isolierung braucht, dass man die Glasfasern überall rumlegen kann, keine Elektrik und keine Funken hat, könnte es sein, dass es da Anwendungsfälle gibt, aber es gibt noch nichts, das geplant ist. Kann ich noch eine Folgefrage stellen? Kannst du eine kurze Schätzung abgeben, wie viel Gewicht ihr einsparen könnt im Vergleich zu den klassischen Modellen? Not by heart, sorry. Okay, thank you. Nicht auswendig, nein, danke, sorry. Hi, thanks for the talk. Vorne links, hi, danke für den Talk. Ich bin interessiert an Zahlen für Rexus und Bexus. Was ist die maximale Höhe, die ihr erreicht und wie ist die Flugdauer? Die Höhe hatte ich, glaube ich, auf den Slides. Für Rexus ist es etwa 80 bis 90 Kilometer. Kommt natürlich auf die Masse der Rakete an. Wir versuchen normalerweise alle Experimente, die auf eine Rakete
gebucht wurden, auch drauf zu kriegen. Man wird keine leere Experimente fliegen. Also verliert man lieber etwas Höhe und hat dafür ein schweres Experiment drin. Unsere Module waren eher schwer. Deshalb hat unser Flug nur etwa 80,7 Kilometer Höhe erreicht. Unser Schwesterflug, Rexus 16, hat 86 oder 87 Kilometer Höhe erreicht. Eine Frage vom Signalengel aus dem IRC. Jemand wollte wissen, was passiert, wenn die Rakete ihren Zenit erreicht hat. Fällt sie dann wieder runter? Wird sie wiederverwendet? Und ja, die 80 Kilometer sind nicht weit genug, um in Orbit zu erreichen. Das heißt, alles fällt wieder runter. Normalerweise wird der Motor abgetrennt, das heißt, der Motor fällt vor der Nutzlast runter und dann ein bisschen später auch die Nutzlast. Also die Nutzlast fällt an einem Fallschirm zurück und ihr könnt hier sehen, das ist nur die Nutzlast ohne die Treibphase. Hier wird es montiert und so sieht es aus, wenn es runterkommt. Das ist Rexus 15. So sieht es am Boden aus. Ich glaube, dass ein Teil meiner Frage nicht beantwortet. Ich wollte auch wissen, wie lang die Flüge sind und das gleiche für Bexus. Die Rexus-Flüge sind etwa 3 Minuten hoch und dann nochmal so etwa, ich glaube, 8 Minuten oder so nach wieder runter. Aber die meiste Zeit wird am Fallschirm verbracht. Bei Bexus ist es etwas schwierig zu sagen, weil zum Beispiel unser Flug dauerte nur 2 Stunden oder so. Einer der letzten Bexus-Flüge, die im Oktober diesen Jahres geflogen sind, hatten sehr lange Flugdauer, weil es keine horizontalen Winde gab. Deshalb gibt es Fotos, wo er 2 Stunden oben war und noch ein Foto des Ballons machen können, 30 Kilometer Höhe. Also es kann sehr, sehr lang gehen. Es kommt eigentlich nur auf die horizontalen Winde an und natürlich auf die Einschränkungen der Experimente. Manche Experimente brauchen eine lange Messzeit und manche wollen eine geringere Schwebedauer, weil sie nur in einer gewissen Phase Messungen durchführen wollen, zum Beispiel beim Starten oder beim Landen. Are there any more questions? Gibt es noch andere Fragen? It does not look like that. Sieht nicht so aus. So please give a warm round of applause. Dann bitte eine Runde Applaus. Ja, ihr habt den Vortrag Rexus, Bexus, Rocket and Balloon Experiments University Students gehört. Dieser Vortrag wurde...